Salve a tutti, der DAX ist zu. 13.313 schließt er heute am Mittwoch, dem 2. Dezember um 17.36 Uhr. Diesen Film mache ich um 17.40 Uhr, zumindest fange ich damit an. Und das ist wieder der etwas aggressivere DAX-Film mit den aggressiveren Scheinen. Vor euch liegt der Tag, eine Kerze, ein Tag. Ich mache es mal ein bisschen größer und heute haben wir mit, ich glaube, 86 Punkten Schwankungsbreite. Das ist enervierend, muss ich wirklich sagen. Die Musik spielt in den Einzelwerten. Da wird der eine andere mal hoch oder runter gekauft. Commerzbank, also jetzt mal nicht, auch mal, wenn es nicht DAX-Wert ist. Solche Geschichten. Da geht eine E.ON erstmal runter, dann steigt sie wieder den ganzen Weg hoch. Es ist, da muss man sehr genau aufpassen. Das ist, also der Index selbst ist für mich momentan nicht gut griffig. Aber probieren wir die Geschichte mal. Wie gesagt, heute kleine Schwankungsbreite. Die Bänder gehen weiter zusammen. Diese 86 Punkte, das ist noch nicht mal eine Volatilität von 16. Das ist, die wäre erst bei 133. Die ist irgendwo so bei 11, wenn ich die implizit rechne. Was mir hier nicht gefällt, dafür mache ich mal ein bisschen größer, dann fällt einem das besser auf, ist das hier. Wir haben am Montag so eine Mischung aus einem Inverted Umbrella Doji und einem Shooting Star. Schon mal negativ. Wir haben es am Dienstag nicht geschafft, den Hochpunkt vom Montag zu überbieten und schließen mit einem Doji. Und zwar einem perfekten Doji. Eingangskurs gleich Ausgangskurs. Und heute, jetzt mache ich es wieder größer, gehen wir dann dementsprechend erstmal runter. Auch wenn wir etwas über dem Tagestiefskurs, der war, glaube ich, bei 13.276.78. Wenn wir da drüber schließen, ja, ist es nichtsdestotrotz, ist es eine weiter negative Kerze. Diese drei Freunde hier sind alles andere als schick. Und das verbindet sich mit der modernen Sichtweise über das MACD. Das ist auch negativ. Die traditionelle Sichtweise noch nicht. Wir haben ein ganz frisches Verkaufssignal über die Stochastik. Ja, jetzt sind wir hier bei 76. Ich mache das mal ein bisschen so, dann... Auch hier kann man es dann besser sehen. Das darf mir alles nicht gefallen. Ich habe keinen Grund, hier long zu gehen. Diese Meinung muss ich ändern. Wenn wir über die 13.460 gehen und mit mindestens einer Stundenkerze schließen, erst dann bin ich dazu bereit. Im Moment mache ich hier gar nichts. Ich bin mehr in den Einzelwerten drin. Da läuft der eine oder andere mal gut. Aber ich habe da ein paar Krüppel drin, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Handel. Für mich kommt das so vor, als ob momentan so Aufräumaktionen stattfinden. Oh ja, das wollen wir nicht in der Bilanz haben und das wollen wir auch nicht drin haben. Und schmeißt du nochmal die Position raus und hier sind wir aber short, macht das mal zu. So ungefähr Arrondierung. So ungefähr kommt mir das vor. Anders kann ich das momentan nicht sagen. Also von allem, was ich hier vom Chart habe, außer der Tatsache, dass wir über der 20-Tage-Linie sind, bin ich über mehrere Tage hinaus, muss ich negativ sein. Dann gucken wir jetzt hier die 4 Stunden, da kommen die anderen Linien mal zur Geltung. Und zwar, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Diese Linie komme ich gleich nochmal im Stundenchart dazu. Auch hier sind wir über das MACD negativ, über beide Sichtweisen, moderne und traditionelle. Und der 4-Stunden-Chart ist auch weiter negativ. Der hat noch viel Platz zu 20. Also von hierher finde ich es auch nicht besonders toll. Und da habe ich allerdings die erste wichtige Unterstützung, die ist bei 13.227. Hier schon ein paar Mal getestet. Ja, also das haben wir hier schon 1, 2, 3, ich nehme immer mal so 10 Punkte dazu. 1, 2, 3, 4, 5 Mal getestet. Das ist relativ wichtig. 13.227. Oben bleibt der Widerstand, die 13.460. Und jetzt gehen wir auf die Stunde runter. Das ist ein Trend, den ich anlegen kann. Der ist oftmals bestätigt. Jetzt ist also eine Kerze, eine Stunde. Der liegt momentan, also jetzt um bis 18 Uhr, liegt der ziemlich genau bei 13.337 bis 18 Uhr. Und dann dementsprechend wird er sich vielleicht der Markt drüber schießen oder, was ich nicht glaube, oder nochmal hier runtergehen. Wir sind allerdings... Und das ist das ganz andere, konträre Bild zu 4 Stunden. Wir werden positiv über den Trendfolger MACD und wir sind positiv in der Stunde. Also ich gehe im Großen und Ganzen davon aus, dass wir vielleicht die nächsten 1-2 Stunden, Nasdaq steigt auch gerade eben wieder, da gucken wir ja auch momentan viel drauf, dass wir durchaus nochmal hier den 20er gleitenden Durchschnitt bei 13.359 sehen. Über den Tag hinaus bleibe ich eher
vorsichtig bis leicht negativ, bis dieser Punkt hier oben überboten wurde. Ich habe euch folgenden Schein mitgebracht. Da muss ich ein bisschen zurückrollen, damit ihr die Basis seht. 12.935, da sind wir ungefähr hier. Da sind wir, ich bleibe jetzt mal bei der Stunde, da sind wir hier 12.935. Der sollte allerdings mal, also der ist eigentlich nur gedacht für den Fall, dass wir hier drüber gehen, über die 13.460. Ich kaufe den jetzt noch nicht, ich kaufe aber auch keinen Put momentan. Der Markt soll sich mal austoben. Wobei toben würde Aktion heißen und Aktion ist das, was er hier momentan aber mal überhaupt nicht zeigt. Das ist für die Leute, die denken, wir gehen da drüber, ist es ein 12.935er, das ist ein 35er Hebel, das ist keine kleine Option, das ist ein schickes Teil. GF6NJN, Gustav Friedrich 6, Nordpol, Jupiter, Nordpol. Ich weiß, ich sage dieses Alphabet immer falsch, aber ich nehme immer die Worte, die mir einfallen in dem Moment. Das wäre der Schein, wenn wir wirklich hier drüber gehen. Der liegt da nah genug dran, also das hier, dann haben wir immer noch, hat man immer noch genügend Spaß. Bei den Puts habe ich mich für diesen hier entschieden, ein 13.551er, der ist hier. Der muss aber in dem Moment geschlossen werden, wenn die 13.490 mit einer Stundenkerze oder auch schon die 13.460 mit einer Stundenkerze überboten ist. Dann hat man noch genügend Zeit. Der hat nämlich momentan einen 57er Hebel. Das ist keine kleine Option. Also das ist nichts mit Kinderfasching. Da ist schon richtig großes Hellau. 13.549. Das ist die Kennnummer GB6, MY6. Der ist eigentlich dafür gedacht, dass in dem Moment, in dem wir hier die 13.000, hier wo dieses Ding ist, das ist die 13.222, dass wir die 13.227, dass wir die unterbieten, auch mit einer Stundenkerze, dann ist der gedacht, der ist nah genug dran, der macht dann richtig Freude. Aber vorher auch noch nicht. Also ich kaufe persönlich weder den einen noch den anderen. Ich warte, bis diese Marken hier, diese hier und diese hier gebrochen sind, sonst mache ich nichts. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.